Was geht ab, meine Sieg-Fighter-Hoser hier? Und heute im 100% Showcase zum Free-to-Play-Virus im Monaco-Kostüm. Da war auf jeden Fall Interesse eurerseits dabei, also sind wir auf jeden Fall am Start hier. Aber ein, zwei Sachen aus vorweg, Freunde. Aktuell habe ich auch ein anderes Projekt am Start, nämlich das Let's Play zu Pokémon Let's Go Pikachu. Falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne reinschauen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Worum es mir aber dabei geht, ist, da ich jetzt quasi auch noch ein zweites Projekt, ich nenne es einfach mal ein weiteres Projekt habe, müsst ihr euch aktuell auf meinen Social Media Kanälen auf eine Antwort von mir gedulden. Also kann es sein, dass es ein paar Tage dauert, bis ich euch antworte. Sorry dafür, ich wollte es aber auf jeden Fall euch wissen lassen. Dennoch erreicht ihr mich wie immer am besten auf Twitter oder Discord. Falls ihr aber Hilfe braucht oder irgendwas euch am Herzen liegt, könnt ihr euch gerne euch in meinem Discord-Server darüber unterhalten. Der Link ist in der Beschreibung, da macht ihr euren Job auf jeden Fall sehr gut. Da haben die gewisse Channels und da helft ihr euch wirklich sehr gut gegenseitig aus. Also genau, mein Discord-Server würde ich euch an der Stelle auch an Herzen legen auf jeden Fall. Und die zweite Sache ist, Battlefield Season 2 ist nun online auf Global. Es ist eigentlich mehr oder weniger alles gleich, selbe Gegner, nur haben sie einen unterschiedlichen Typus. Wir können wieder Battlefield-Memory farmen, die Battlefield-Gems würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Missionen sind online und wir werden das Ganze, ich habe vor, das Ganze zu streamen, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme, Freunde. Für heute steht zwar spontan an, aber das könnte sehr spontan sein. Ich will euch für heute nicht versprechen. Schaut am besten den Streamplan. Immer jede Woche, jeden Montag wird es aktualisiert. Der Streamplan ist in der Videobeschreibung hier auf YouTube oder bei mir auf dem Discord-Server oder auf Twitch, damit ihr da wisst, wann wir live gehen. Spätestens Montag, würde ich sagen, gehen wir mit Season 2 Battlefield Online. Aber hinzu kamen zwei neue Charaktere, Freunde. Und zwar, endlich ist das Ganze mal aufgepoppt, haben wir hier einen neuen Super Saiyan 2 Goku Angel und ein Majin Vegeta. Die zwei sind gar nicht mal so schlecht, sind aber, um ehrlich zu sein, mehr nice to have. Ihr bekommt sie gegen Battlefield Gem aus dem Barbershop. Aber ich würde euch eigentlich nicht empfehlen, die zu holen. Ich würde euch eher weiterhin empfehlen, spart eure Battlefield Gems für LML Cooler. Der sollte die nächsten zwei Seasons oder so ein, zwei Seasons hinzugefügt werden. Interessant ist, der Dude hier hat einen Super Class Leader Skill Kit, Key Plus 2 70% für die Super Class Charaktere. Und bei ihm ist für Extreme Class Key Plus 2 70% auf alles. Und das ist ja auch natürlich ein farmbarer SA für den LM Majin Vegeta, ne? Aber ist halt gegen Battlefield Champ, würde ich euch empfehlen, das Ganze zu sparen. Kommen wir aber zum Free-to-Play Virus im Monaco-Kostüm. Ich habe ihn ja an der Stelle auf 100% gebracht. Er kommt mit seinen Angriffssets über 10.000. Ist auf jeden Fall sehr solide, ist gar nicht mal so schlecht. Er hat Leader Skill Representative of Universe 7 Kategorie. Diesen gibt der Key Plus 3 HP Attack und der 50%. Stromschwarm-Modus ist auf jeden Fall hier wieder am Start. Mit der Ulti macht er an der Stelle Supreme Damage und büßt aber 7% seiner HP dafür ein. Seine Passive ist folgendermaßen: Nachdem er angegriffen wurde, bekommt er für 4 Runden 77% auf den Angriff. Und zusätzlich, je geringer die HP sind, desto einen höheren weiteren Angriffboost bekommt er. Das Maximum hierbei ist 70%. Ich habe ihn auf 15 Crit gezielt, Level 11 Additional Attack. Würde auch jedem empfehlen, das meiste auf Crit zu gehen, den Rest auf Additional Attack. Das kommt dabei raus. Wir haben Godly Power 15% auf den Angriff, Prodigy 10% More than Meets the Eye sind auf den Angriff 300. Warum auch immer dieser Linkskin noch existiert. Schattens mit Key Plus 2 Connoisseur 5% Heal und Infighter sind jetzt 10% auf den Angriff und gegnerische Verteidigung minus 10% und wir haben Shattering Limit hier an der Stelle. In den Kategorien ist er in Representative of Universe 7 und in Realm of Gods. Wir werden ihn auf 100% in diesem Team hier testen, Freunde. Ihn in der Rotation lassen mit Tech Virus. Da mit ihm teilt er sich viele Linkskills, fast jeden außer Shattering Limit, Modern Meets the Eye und Infighter. Für Infighter und Shattering Limit wird der hier nicht sorgen, aber für Infighter wird er hier sorgen. Das sind 10% auf den Angriff, wie gesagt, 10%, minus 10% auf die Verteidigung. Er ist nicht Awaked, weil Awaked verliert der Infighter. Shattering Limit hat zum Beispiel C18 an der Stelle. Modern Meets the Eye wird in diesem Setup fehlen. Das ist das Einzige, da bin ich aber trotzdem drauf gespannt, was der Dude hier vollbringen wird. Und wir werden ihn dann noch in einem Free-to-Play-Team testen. Nämlich, jetzt können wir ein Free-to-Play-Representative of Universe 7 Team bauen, weil er der Leader dafür ist. Und das sind die Free-to-Play-Representative of Universe 7 Charaktere. Da bin ich auch drauf gespannt, was das hier zustande hat oder was das Team hier leistet. Deswegen lasst mich alles vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, Freunde. Und wir sind schon mittendrin im Boss Rush Event. Wir haben hier, eigentlich hätten wir das ein geiles Szenario hier. Wir hätten hier nämlich jeden seine Linkskills getriggert, wenn wir ihn so hier hätten. Die Sache ist jedoch, er hat seinen Angriffboost noch nicht, weil er noch nicht angegriffen wurde. Deswegen stelle ich mal hier hin und wir hoffen einfach drauf, dass der 17 dann wieder reinkommt und er seinen Angriffboost hat. Wenn nicht, Freunde, wäre es eigentlich um jetzt dann auch nicht so schlimm. Daher würde uns ein Infighter fehlen, aber ich denke, damit können wir leben. Die Sache ist jedoch, wir haben jetzt quasi, wir werden jetzt angegriffen. Er wird, denke ich, viel Schaden bekommen, weil er ist nicht so tanky und er hat uns gezielt. Vielen lieben Dank dafür, Bardock. Und da ist die Tür. GG!
Jetzt hatten wir leider keine Ulti, aber immerhin haben wir seinen Angriff, seine Passive getriggert. Dann, wenn er wieder reinkommt, dann sehen wir das auf jeden Fall. Er hat uns einfach gesehen, Digga, ohne Spaß. Ich bin guter Dinge, dass sie bei ihm... Moment, Freunde, wir machen das hier, wie machen wir das hier, wir machen das Ganze folgendermaßen. Ich bin guter Dinge, dass wir bei ihm eigentlich ein Attack-Set von 1 Million sehen. Aber wenn natürlich, wenn wir eine gewisse HP-Anzahl haben, weil, wie gesagt, die zweite Passive-Teil, der aktiviert sich nur, oder... Der ist ja, wie gesagt, folgendermaßen, dass je weniger die HP ist, desto größer wird der Boost. Heißt, wenn wir volle HP haben, haben wir 0% auf den Angriff durch den Zeitenpart. Genau. Also seine Passive muss schon getriggert sein, so ist nicht, damit er auf Schaden kommt. Aber das werden wir dann sehen. Ob man ihn auf 100% bringen sollte, Freunde, ist ein Free-to-Play-Charakter. Ich würde, wie gesagt, bei jedem Free-to-Play-Charakter erstmal empfehlen, ihn auf SA10 zu bringen, die Tube-Pfade zu öffnen, ob ihr ihn auf 100 bringen wollt oder nicht. Ist letzten Endes euch überlassen. Bei Free-to-Play-Charakteren würde ich es euch eigentlich nicht empfehlen. Muss nicht unbedingt sein, denn den Boy zum Beispiel, wie kann man den nutzen, wo kann man den nutzen, was kann man mit dem machen? Ja, beispielsweise, wenn ihr in dem Represent of Unreal 7 Team noch einen Platz habt oder einen Charakter braucht, weil ihr ja eben ja, keinen Charakter habt, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen als Rotationscharakter zum Beispiel in eurem Represent of Unreal 7 Team. Okay, fast 1 Million, gar nicht mal so schlecht. So, wenn wir so knapp 50% HP haben, denke ich mal, dass der auf über 1 Million kommen sollte. Wenn ihr Platz habt in eurem Represent of Unreal 7 Team, könnt ihr mitnehmen, entweder aus Rotation lassen oder in einer Rotation zum Beispiel. Ich habe jetzt Tech-Virus mit ihm in einer Rotation, Tech-Virus bekommt ihr aber nur, ihr wisst es, den Tech-Leader-Skill. In Realm of Gods Team ist er auch, in Realm of Gods Kategorie besser gesagt. Könnt ihr denn auch vielleicht mitnehmen, ich habe jetzt mal hier auf Represent of Unreal 7 Team mitgenommen, weil wir hier den besseren Boost haben. Und genau, aber ja... Vielleicht könnt ihr bei ihm, wenn ihr ihn trotzdem spielen wollt oder eben, weil Represent of Unreal 7 Team hat ja wenige Charaktere, wenn ihr ihn da verwerten könnt in dem Team, könnt ihr vielleicht unten rechts auf jeden Fall die Dupes öffnen, also Knoten investieren, Orbs investieren und oben links, damit ihr da auf 15 Crit 11 Additional Attack kommt und wenigstens das mitnehmen könnt. Das könnt ich vielleicht empfehlen, wenn ihr den Charakter wirklich nutzt. Außerhalb davon, das Free-to-Play-Team von Represent of Unreal 7, auf das bin ich gespannt. Das wird man sicherlich bestimmt für Prime Battles benutzen können, auch ohne Probleme. Wird es sicherlich Prime Battles schaffen. Bei Dokkan Events ist nochmal eine andere Sache, ob das Team Dokkan Events schaffen könnte. Sicherlich das ein oder andere, Freunde, da bin ich mir sicher, die neuesten vielleicht nicht. Das könnte schwierig werden. Was ich aber machen werde, ist, wir werden danach das Prime Battle von Freezer machen, weil das so Free-to-Play-Teams sind auf jeden Fall, meiner Meinung nach, erstmal primär für Prime Battles. Aber sie schaffen natürlich auch Logo, das gewisse Dokkan Events, sage ich mal. Ich werde danach, hör doch auf, der wird uns wieder sealen, ey, ich wollte nur ein... Ah, und eine Ulti haben wir schon gesehen, aber... Okay, der hat uns nicht gezielt, der hat nämlich eine Medium-Chance zu sealen, nice. Wir haben unser Angriff-Boost jetzt hier und wir kommen auf über 1 Million, nice. Jeder Free-to-Play-Charakter, der auf 1 Million kommt, der ist echt solide, Freunde. Hatten jetzt leider keinen Crit, aber wir haben noch so ein bisschen HP haben wir noch. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, so wenig HP wie möglich zu haben, Freunde. Aber um meinen letzten Satz von vorhin beenden zu dürfen, ich werde das Prime Battle danach machen, Freunde, mit dem Free-to-Play-Team. Dokkan-Event könnte ein bisschen lange dauern und das Team würde nicht jedes Dokkan-Event schaffen, es sei denn, ihr habt alle Charaktere auf 100% gebracht. Ich habe jeden bis auf den AGL-Freezy auf SA10 nicht bei jedem Dupes geöffnet. So ein Free-to-Play-Team ist letztendlich immer noch ein Prime Battle-Team und Prime Battle sollte es auf jeden Fall easy schaffen und wie gesagt, gewisse Dokkan-Events auch, aber... 6 Showcase würde ich einfach mal, auch weil das Prime Battle von Freezer momentan online ist und vielleicht der ein oder andere kein Allergenuforce-Team immer noch nicht hat und aber ein Represent of Unreal 7 Team haben könnte, dann gucken wir mal uns das im Prime Battle an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Und wenn euch bis jetzt schon das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, dann drückt auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall und über jede bin ich dankbar. Jetzt ist die Frage, ich habe nicht darauf geachtet, ich weiß nämlich nicht, ob wir... Passive aktiviert haben. Ich hoffe es, weil wenn ja, dann hätten wir ein gutes Szenario. Aber ob so oder so, die Passive wird erst eh aktiviert, wenn wir einen Angriff bekommen haben. Ich mach mal folgendes. Ich ziehe mal Bardock, weil Virus könnte nicht viel Schaden bekommen. Und dann machen wir das Ganze mal so. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ist vielleicht ein bisschen risky, aber ich will ja so wenig HP wie möglich. Ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ob wir die Passive noch haben oder nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. 1,24. Okay, wir sollten die Passive farmen. Sehr schön, 1,24, ey, Respekt. Hast du 15 Crit? Leider nicht, aber gut, er haut Bardock um. 1,24, gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Für einen Free-to-Play-Charakter, Freunde. Hier haben wir Ultra Goku. Heißt, wir sind unter 50% HP. Nice. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen runtergehen. Und
dann könnten wir vielleicht noch sehen, was der Charakter so zu bieten hat. Und zwar, ja, UI ist jetzt the master of dodges, ne? Der dodge jetzt links und rechts alles. Wir machen das Ganze mal so. Das 18 wird wahrscheinlich nicht so viel Schaden bekommen. Sie ist echt tanky, wenn sie gut ausbekommt. Aber wir haben wenig HP. Gucken wir mal, wie weit die runterkommen. Das sollten wir auf jeden Fall noch überleben. Und dann haben wir eigentlich ein gutes Setup. Ich hoffe, die Passive von Virus sollte nicht mehr online getriggert sein. Ich hoffe, Bardo greift an erster Stelle am nächsten Runde. Ich hoffe es. Weil sonst haben wir die Passive nicht. Weil letzte Runde hatten wir sie und ich glaube, sie ist letzte Runde abgelaufen, nachdem wir angegriffen haben. Wir werden gleich schlau, wir werden es gleich sehen. Und, ah ne, ich habe gerade Angst, dass er den, ja, mach langsam, Freunde. Jungs, oh mein Gott, wir haben ja noch so Charaktere. Bitte, mach langsam. Ja, Handy, mach du auch langsam. Alles soll mal jetzt kurz langsam machen, bitte, und mich atmen lassen. Hör auf, keine Edge, gar nichts perfekt. Und jetzt bin ich gespannt. Du, kleiner Penner, sollst natürlich auch langsam machen, so ist nicht. Oh, nee, ey, jetzt stimmt, das habe ich total vergessen. Oh, nee, jetzt haben wir auch noch so viele Tech-Ops natürlich, dass er den natürlich... Der wird den umhauen. So, Freunde, ich habe jetzt einfach mal weitergespielt. Die Sache ist jetzt folgendes. Wir haben... Virus hat komplett alles zerstört, die ganze Rotation. Aber wir haben wenig HP, 30% und drunter waren wir, glaube ich, ein bisschen. Wir haben einen Doka-Mode. Wir bekommen gleich einen Angriff. Deswegen wollte ich das Ganze auf jeden Fall mal versuchen. Wir sind bei Hildegard im Event. Wir werden aber jetzt einen Doka-Mod auf ihn bekommen und wir, ja, lasst uns einfach mal gucken, wie das Ganze läuft. Wie gesagt, wir haben wenig HP, wir bekommen gleich den ersten, unsere erste Passive, jetzt haben wir ihn bekommen. Wir haben Doka-Mod, lasst uns einfach mal noch einen Doka-Mod anschauen, was er mit dem Doka-Mod drauf hat. Ein Crit wäre auf jeden Fall nice und danach hoppen wir rüber in das Prime-Battle von Freezing. Was? Habt ihr das gesehen? Warum hat das gerade geleckt? Da sag mir einer, da wirst du nicht verrückt. Sag mir. Oh mein Gott. Naja, auf, keiner weiß. Wir haben leider nur Godly Power, was dann Angriff gibt. 1,33. Okay, also, ey, das ist schnell Tag 1,1. Okay, wir kommen, ja. Wir haben, das Gute, was wir gesehen haben, ist, wir haben gesehen, dass er die 1-Million-Marke geknackt hat. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, Freunde. Deswegen lasst uns ganz schnell mal rüberhoppen in das Prime Battle von Freezy. Das Free-to-Play-Team muss doch anschauen. Gut, und wir sind im Prime Battle von Freezy und... Entweder ist es mir nie aufgefallen, aber wir haben schon verdammt wenig HP hier an der Stelle. Also knapp nur über 100.000. Die anderen Teams habe ich, glaube ich, mehr. Das Namek-Team oder das Ginyu-Team. Auf jeden Fall, weil die sind alle auf Rainbow. Dennoch sollten sie auf jeden Fall hier eine gute Chance haben im Prime Battle wie jedes andere Free-to-Play-Team. Darauf bin ich gespannt. Wir haben hier jetzt noch aber keinen Angriff-Boost. Aber da kommt mit. Ja, der seht ihr, das Team passt. Das wird easy passen. Das Team passt easy auch für Prime Battles, Freunde. Und ist an der Stelle ein gutes Free-to-Play-Team, eine gute Alternative auf jeden Fall. Wenn ihr Genuforce-Team nicht habt oder an sich gar kein Free-to-Play-Team habt. Die Sache ist jedoch, momentan könnt ihr den Monaka erfarmen, die anderen Universal-Charaktere oder Represent of Universal-Charaktere, die sind momentan offline, wenn mich alles täuscht. Falls die jetzt mal wieder online kommen, könnt ihr sie auf jeden Fall farmen. Ich habe die anderen, das restliche Team, wie gesagt, nur auf SC10, keine Dupes investiert, gar nichts. Angel Freezer, Final Form. Ist auf S1 sogar, habe ich einfach so gemacht, aber natürlich merkt ihr auch, das merkt man schon, dass sie nicht auf 100% sind, das merkt man auf jeden Fall, zum Beispiel das Ginyuforce-Team oder Planet Namek-Saga-Team, Guan als Leader und die ganzen Ginyuforce-Charaktere, die sind alle auf 100%, da merkt man schon einen Unterschied, auch in Verteidigung, aber auch gut Schaden machen sie an der Stelle, das Free-to-Play-Team, Freunde. Ja, ja, wir gehen jetzt schon rüber zu Elefree. Sie heißt, ihr seht schon, das macht sein Ding auf jeden Fall gut. Als Free-to-Play-Team, als Free-to-Play-Team kann man es auf jeden Fall nutzen. Doken-Events, Freunde, wie gesagt, da bin ich ehrlich zu euch. Das ein oder andere wird auf jeden Fall sehr schwer. Ein paar könnte man schaffen, so ist es nicht. Ich lass mal so jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir sterben könnten, weil wir haben wenig Verteidigung auf jeden Fall. 18.000, okay, vielleicht hätte ich ein Item nutzen sollen, weil wir können legit drauf gehen, weil der bekommt, der büßt jetzt auch noch 7% HP. Wenn Freeze ultet, sind wir, glaube ich, raus, um ehrlich zu sein. The Risiko! Oh, ciao. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, Freunde, da war ich selbst ein bisschen. Ich hätte ein Item nutzen sollen, whatever. Keine Ahnung, sorry. Wie gesagt, ist sehr, sehr früh am Morgen. Aber ihr habt es gesehen, selbst da muss man natürlich ein Item nutzen oder darauf aufpassen, dass man Items nutzt.
Das Free-to-Play-Team ist ganz nett, aber es gibt bessere Free-to-Play-Teams, sag ich mal. Okay, klar, meine sitzt nicht auf 100%, aber eben als direkten Vergleich, ja, Free-to-Play-Guinea-Force-Team, die könnte man komplett Free-to-Play auf 100% bringen. Also ist es meiner Meinung nach das Guinea-Force-Team auf jeden Fall das beste Free-to-Play-Team. Aber wie gesagt, Freunde, das Free-to-Play-Team tut sie an der Stelle auch so ist nicht. Ich will das nicht schlecht reden. Monaka Free-to-Play an der Stelle kam auf über 1 Million. Ist auf jeden Fall solide für Free-to-Play-Charakter. Und ob ihr noch 100% bringen solltet, müsst ihr selbst entscheiden. Ich würde es euch eigentlich nicht empfehlen. Wenn ihr natürlich nutzt, könnt ihr da auf jeden Fall mal zwei Pfade öffnen. Unten rechts, oben links, dass ihr auf 15 Crit kommt. 11 Additional Attack. Aber komplett 100%. Muss am Ende des Tages, denke ich, nicht sein. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. Lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.